So, 10. Juni 2013. Wir haben mittlerweile 17 Uhr und 40 Minuten. Das hier ist der Silbersee. Naherholungsgebiet, Yachthafen, Badespaß. Normalerweise geht es jetzt hier lang zum Silbersee. Aber das kann ich vergessen, da komme ich beileibe nicht durch. Weil das ist, das ist Urlaub. Weil hier steht mindestens einen halben Meter und das schaffen meine Gummistiefel nicht. Bis hier bin ich gekommen und dann ist Feierabend. Selbst der Hund verweigert sich. Also wir sehen, der Spiegel des Sees ist enorm gestiegen durch das Hochwasser. Heute kam nochmal extrem viel Regen hinzu. Wir haben normalerweise einen Stand von 20. Durch die Rostock haben wir jetzt gehabt, die letzten zwei Tage 33, 30 heute Morgen noch. Dann kam der Regen hinzu. Und vor einer Stunde war der Pegelstand 1,14 Meter. Dann wisst ihr, was hier runtergekommen ist. Also hier gehe ich nicht rein, das könnt ihr vergessen. Ich wollte vor zum Strand gucken, wie hoch der Strand vollgesoffen ist. Wenn man sich das mal anschaut, hier ist ein Wasserrad. Von dem Wasserrad, das Gefälle, ist jetzt, kann man sagen, Gleichstand Wasserspiegel vom See. Ja? Das Gefälle vom Wasserrad geht eigentlich hier runter. So. Und da geht es 2 Meter tief ab normalerweise zum See. Nun wisst ihr, wie hoch der See gestiegen ist. Und das ist ein Stausee, der hat seine Spitze fast erreicht. Also das dreht sich nicht mehr, keine Chance, weil alles hier voll ist. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt, was noch passiert, weil der Pegel steigt noch bei mir. Also wird es ja auch noch ein bisschen steigen. Es kann sein, dass sogar das Trockenstück hier auch noch überspült wird. Feierabend. Jo, so viel dazu zur Mutter Natur. Und des Menschen Machenschaften. So, Silbersee doch noch angekommen, durch den Wald, quer durch. Oben lang haben wir es geschafft. Wenn man sich das anschaut, hier geht es zur Wiese. Ja? Hier. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Meter bis zum Wasserrand. Normalerweise ist hier Strand bis dahin zur Baumgrenze. 2 Meter unter uns ungefähr. Jo, finde ich doch cool, ne? Klasse. Ich gehe jetzt nicht mehr dahinter, das reicht mir. Also hier im Wasser ist eigentlich der Sandstrand zum Liegen. So schaut es aus. Bis da hoch ist es schon gestiegen. Und da werden noch ein paar Zentimeter hinzukommen, schätze ich mal arg stark. Aber 1,14 Meter, ich schätze mir jetzt locker 1,20 Meter, 25. Weil ich nicht Computer kann von hier aus. Aber ich kenne das Spielchen hier bei uns. Jo. So viel zum Hochwasser in der beruhigten Zone. In der Badezone. Oberpfälzer Raum, Landkreis Kram. Naherholungsgebiet. Silbersee. Wenn man sich da hinten das Spielchen anschaut, die Wolken. Lecker. In diesem Sinne, euch einen schönen Abend, wie gehabt. Alles nur jeden Tag, reiner Zufall.